Hallo ihr Lieben, wir haben schon lange nicht mehr zusammen koloriert, also habe ich mir ein neues Set rausgesucht und zwar das zusammen mit Emma-Pünktchen. Und ich wollte diese süßen kleinen Beeren hier nehmen, da male ich mir dann einfach noch einen Luftballon mit dran und auch noch neue Stanzen. Und zwar sind die ja mehr oder weniger zum Prägen gedacht. Das sind diese Herzen hier mit diesem gestickten Rand, die gibt es ja auch mit gepunkteten und dann noch in einer anderen Herzform. Aber ihr findet wie immer alles unten in der Infobox. Und ich würde sagen, machen wir uns das auch gleich als erstes, wenn ich das gerade mal in der Hand habe. Ich habe nämlich einen Aufleger in Weiß und einen Kartenrolling in so einem ganz hellem Grau. Und ihr seht, es ist eine größere längliche Karte, weil Herz muss ja irgendwie draufpassen. Und ich hole jetzt mal das Monsterchen rüber. Dann gestalten wir uns nämlich schon mal den Hintergrund. Und zwar wollte ich unten links anfangen. Hier wird dann wahrscheinlich auch das kleine Knubbelchen hinkommen. Und ich fange mal an mit dem großen Herz. Das packe ich mir jetzt hier, ja, doch recht sehr weit links hin. Und das geben wir jetzt einmal durch. So, da ist unser großes Herz. Schaut mal, wie schön das ist. Dann nehme ich mir jetzt das mittlere Herz und das lege ich so ein bisschen über das große Herz drüber. Da haben wir unser mittleres Herz. Dann nehme ich mir noch das kleinste und das setze ich mir. Mal gucken, ob ich das hier auch noch mit dran setze. So ein bisschen, ne? Und dann vielleicht noch eins hier oben. Das könnte ganz gut aussehen. Also setze ich mir jetzt hier noch eins mit dran. So, und jetzt eins setzen wir noch komplett separat. Das kommt hier oben noch mit hin, damit das nicht so nackig ist. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und ich lasse das auch erstmal so. Zur Not kann ich ja immer noch eins mit rein stanzen, prägen. Gut, die Big Shot kann erstmal weg. Und bevor wir das weiter bearbeiten, da kommen dann vielleicht noch ein paar Spritzer drauf. Mal sehen. Nehmen wir uns jetzt das Knubbelchen zur Hand. So, wie gesagt, das hier oben wollte ich haben. Und da nehme ich mir jetzt, hoppala, einmal den Stempel, meine Stempelhilfe und Aquarellpapier, denn ich wollte mit meinen Karin-Markern dran gehen. Also einmal das Knubbelchen, brauche ich natürlich auch noch einen Namen, müssen wir uns was überlegen. Dann die Stempelhilfe. Ich habe hier noch einen Rest, dürfte eigentlich genau passen. Ja, super. Da kann ich dann hier oben noch das Ballönchen mit dran malen. So. Und jetzt einmal in, ach, ich denke, ich mache es in Schwarz. Man könnte jetzt natürlich auch andere Farben nehmen oder eventuell auch embossen in Weiß. Dann hat man keine Linien. Aber ich mag diese schwarzen Linien eigentlich immer sehr gern. So, jetzt nehme ich einen Bleistift und male mir erstmal den Ballon vor, weil ich kenne mich. Ne? Wenn ich das sofort mit dem Fineliner mache, das wird nichts. Nee, das wird wahrscheinlich gar nichts. Also nehme ich mir erstmal einen Bleistift und male mir jetzt hier einen Ballon dran. Das kann man gerade so gelten lassen. Jetzt nehme ich mir einen dicken Fineliner und ziehe das mal eben nach. Ja, man kann es als Luftballon definieren, oder? Es geht gerade so. So, jetzt schnappe ich meine Karin-Marker. Ich habe mir jetzt mal die Farben rausgesucht. Das Kleidchen wird gelb. Wir machen ein braunes Bärchen und eventuell ein rosa Luftballon. Da gucke ich dann nochmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir ran ans Kolorieren. Thank you.
Ich würde das Bärchen jetzt so lassen, bevor ich wieder zu viel mache. Und ich habe versucht, dass das Licht von rechts kommt. Aber nun gut, man könnte es erahnen. Ne? Ich merke mal wieder, kolorieren ist eine reine Übungssache. Ich muss das einfach mehr machen. Aber so ganz schlecht finde ich es jetzt nicht. So, jetzt muss unser Knubbelchen selbstverständlich noch ausgeschnitten werden. So, Knubbelchen ist zurechtgeschnitten. Das ist übrigens Heidi. Und ich habe gerade noch den Kartenrolling nochmal modifiziert. Ich habe es nochmal zurechtgeschnitten. Das war mir doch zu breit, weil das Knubbelchen ist ja nicht so groß. Ha? Das sitzt ja nur hier unten. Und wenn das dann so viel breiter ist noch, das sieht nie aus. Deswegen habe ich jetzt nochmal 1,5 cm beim Aufleger und beim Kartenrolling weggeschnitten. Und ich packe euch natürlich die Maße unten in die Infobox. Viele haben gefragt, der Schnucki geht's natürlich gut. Er schläft meistens nur, wenn ich die Videos mache. Da ist er. Ich hatte überlegt, ob ich noch ein paar Spritzer drauf mache. Das werde ich jetzt auch tun. Also nehme ich mir meinen Aufleger. Ich brauche noch eine Unterlage. Und da nehme ich mir meinen Aquarellkasten. Ich habe hier diesen von Prima, heißt das, glaube ich. Pastel Dreams. Und da gibt es so schöne Gelb- und Orangetöne. Genau. Ich dachte mir, ich mische vielleicht die beiden und haue dann so ein paar Spritzer drauf, weil das Knubbelchen hat ja auch solche Farben. Ist eigentlich rosa, ne? Warum das so orange aussieht? Komisch. Wasser habe ich schon parat. Wo ist jetzt mein Pinselchen? Der hat sich verabschiedet. Ne, hier ist er. Gut. Hier haben wir einmal einen Pinsel. Wenn ihr das Knistern hört, die Schnucki sitzt im Paket. Und da schauen wir mal, was sich hier so Schönes machen lässt. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen rosa mit reingemischt. Das sieht ganz gut aus. So, und jetzt schauen wir mal, ob das denn so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Man nehme den Aufleger und knallt das Ganze jetzt einmal hier drauf. Das sieht gut aus und ich lasse das auch so. Bei euch kommt das ein bisschen grünlich rüber, was komisch ist. Aber stellt euch mal so einen richtig schönen Gelb-Orange-Ton vor. Bevor wir alles zusammensetzen, mache ich jetzt noch den Spruch. Ich habe mir jetzt rausgesucht von Herzen. Nehme mir jetzt eins von den neuen Schildern. Ich nehme mir hier von denen, wo ein Rahmen mit dabei ist. Das kleinste. Das passt da gut rein. So, jetzt brauche ich hier aber eine Stempelhilfe. Oder ich schaffe es so. Aber selbstverständlich muss ich es ja erstmal ausstanzen. Dann nehme ich wieder meine Sidekick. Dann ein kleines Stück Papier. In weiß. Ja, ich mache es in weiß. So, einmal durch. Da haben wir es auch schon. Mit Rahmen. Überlege ich, ob ich den noch mit dran mache oder nicht. Kann ich mir dann noch überlegen. Dann nehme ich mir jetzt den Spruch. Ja. Mal gucken, ob ich es schaffe. Jetzt nehme ich mir wieder mein Schwarz. Und jetzt müsst ihr mir die Daumen drücken. Hat sie es geschafft, auch ohne Stempelhilfe. Mensch, aber ein bisschen doll aufgedrückt. Naja, dann fangen wir jetzt an, das zusammenzusetzen. Ich nehme mir meinen Kleber, denn der Aufleger kommt einfach so drauf. Das Knubbelchen kommt nämlich höher. Mal gucken, ob ich da noch irgendein Band drunter setze. Wäre natürlich schick, ne? Muss ich gleich mal sehen. So, einmal hier drauf. Die Spritzer hätten fast dunkler sein können. Also nicht in Gelb, sondern vielleicht doch in Orange oder in einer anderen Farbe. Aber es geht, ne? Jetzt brauche ich 3D-Punkte. Und dann nehme ich einmal die großen für unsere Heidi. Schaut mal. Musste sie nochmal neu stempeln. Hat sie es einfach umgedreht. Und so kommt es dann zum Vorschein. Ja. So. Einmal. Unsere Heidi, sie kommt jetzt hier unten hin. Den Rahmen klebe ich erstmal fest und das von Herzen kommt dann drüber mit 3D-Punkten. Ja, also erstmal dieser hier hin. Ja. Und das machen wir so ein bisschen versetzt. Das ist auch noch eine schöne Optik. Ah. Ich habe jetzt kurzerhand das kleine Herz nochmal gestanzt und ausgeschnitten. Ich wollte die nämlich separat nochmal aufkleben. Und da kommt eins. Moment, ich nehme mal ein großes dafür. Eins kommt hier oben hin, dachte ich mir.
hier mit einem 3D-Punkt. Ja. Und das andere kommt noch hier unten hin. Genau, und da nehme ich aber einfach Kleber. So, jetzt hätte man auch noch eine andere Farbe ausstanzen können, aber nö. Ich wollte das jetzt nochmal in Weiß haben. Fehlt natürlich noch ein bisschen Deko und ich habe mir jetzt rausgesucht von den Dream Drops das Gold Lux. Das passt gut zu dem Hintergrund und das rein Weiß. Und da werde ich mal schauen, wo ich jetzt hier noch welche hinsetze. Und ich habe mir von der Sizzix-Rolle diese goldene, ne, habe ich mir hier so ein ganz kleines Herz rausgenommen. Und mal gucken, ob ich das eventuell auch noch mit in den Ballon reinsetze. Das schimmert so ein bisschen, ne? Das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ich glaube, das klebe ich gleich auf. Ihr Lieben, wir haben fertig. Ich krieg die Karte gar nicht ganz drauf und finde es ein bisschen schade, dass das bei euch so grünlich rüberkommt. Das sieht so ein bisschen, ja, das sieht nicht schön aus. Wenn es so ein Giftgrün wäre, ist es aber nicht. Wie gesagt, das ist ein schöner gedeckter Gelbton und ich finde die Karte wirklich niedlich. Das Bärchen kommt gut zur Geltung. Ich finde, das war auch nochmal eine gute Idee, die separat nochmal auszuschneiden. Das bringt dann auch noch mal ein bisschen was. Und ihr seht, ich habe hier eine Straße von Nuvos gesetzt. Ich wollte die jetzt nicht so komplett verteilen. Das sieht dann nicht aus, sondern wenn das so eine klare Linie quasi ergibt, ist das immer am besten. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wer natürlich lange Karten nicht mag, der kann auch einfach hier oben das Stückchen weglassen. Guckt mal, auch so sieht das gut aus. Das hätte ich mir auch überlegen können. Aber nun gut, ich habe hier oben nur mal das Stückchen mit dran. Kann ich mehr reinschreiben. Ihr Lieben, wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!